Ich versuche die Formel für die Zeitdilatation herzuleiten. Das Interessante ist, also das geht mit wirklich mit v gleich s durch t und mit Pythagoras a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ist zwar eine längere Rechnung, aber mit relativ simpler Mathematik steigt man ein in die spezielle Relativitätstheorie. Ich habe eine Rakete, das ist ein Gedankenmodell und die Rakete fliegt sehr schnell. Also wenn die Lichtgeschwindigkeit ist 300.000 Kilometer pro Sekunde, dann lasse ich die Rakete fliegen mit 200.000 Kilometer pro Sekunde. Und ich brauche in der Rakete eine Uhr. Also ich habe jetzt an der Stelle eine Uhr, eine Pendeluhr. Und Einstein hat in seinem Gedankenmodell sich eine Lichtuhr überlegt. Also hier schwingt das Pendel hin und her und hin und her. Und stattdessen hätte ich gern eine Lichtuhr. Da habe ich jetzt hier und hier zwei Spiegel. Und das Licht geht also rauf und runter. Also so ein Photon läuft rauf und runter, rauf und runter. Diese Zahlen sind mir zu groß. Deswegen werden die jetzt einfach radikal vereinfacht. Also in unserem Gedankenmodell ist alles. Unsere neue Lichtgeschwindigkeit ist, damit man sich es einfacher vorstellen kann, c gleich 3 Meter pro Sekunde. Und die Rakete bewegt sich nur mit v gleich 2 Meter pro Sekunde. In der Modell würde jeder Fußgänger an die Lichtgeschwindigkeit ran. Und die Lichtuhr hat jetzt hier einen Abstand von 3 Meter. Und dann habe ich nämlich immer, ja, t gleich eine Sekunde, die das Photon von unten nach oben braucht. Also ein Pendel, das wirklich so 21, 22 schön zeigt. Gut, und diese Lichtuhr, die baue ich hier in die Rakete ein und da geht jetzt das Photon rauf und runter, rauf und runter. Und das Interessante bei Einstein ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Astronauten A und dem Beobachter B. Der Astronaut A sieht ja ein Photon, das rauf und runter läuft, und der Beobachter B, für den fliegt hier die Rakete zur Seite, und deswegen hat er das Gefühl, das Photon, das macht so eine Zickzacklinie. Also die sehen zwei verschiedene Sachen. Und da kommt der Pythagoras ins Spiel. Also jetzt male ich diese Lichtuhr eben als Zickzacklinie. Also hier ist der Spiegel und bis das dann wieder da ist, ist er dann hier der Spiegel und genau. Also jetzt so aus der Sicht des Beobachters. Ein bisschen aufpassen, das habe ich es. Ja. So, ungefähr gleichmäßig. Also der Beobachter sagt, das Licht fliegt so. So muss es ungefähr sein und so weiter. Gut, dann habe ich jetzt schaue ich mir den Teil jetzt genauer an. So. Ich habe hier ein Dreieck. Gut, ein Dreieck mit einem rechten Winkel. Genau, in diese Richtung habe ich ja v gleich 2 Meter pro Sekunde und das Licht bewegt sich immer mit 3 Meter pro Sekunde. Ich habe den v gleich s durch t, das heißt immer der Weg, s ist v mal t. Das gilt grundsätzlich und immer. Das heißt, der Weg hier, also dieser Weg s, ja, der ist v mal t. Das Licht hat 3 Meter pro Sekunde, also 3 Meter pro Sekunde mal t, und zwar die Zeit, die der Beobachter misst. Der Beobachter sagt, das Photon braucht vom unteren zum oberen Spiegel meine Zeit tb, weil es bewegt sich mit 3 Meter pro Sekunde. Der Astronaut sagt, nee, mein Licht bewegt sich hier, diesen Weg, senkrecht. Ja? Er sagt auch, mein Licht bewegt sich mit 3 Meter pro Sekunde mal t Astronaut. Das ist meine Zeit. Der Beobachter sagt, die Rakete bewegt sich, ja, tun wir das hier mal weg, die Rakete bewegt sich in diese Richtung. Das heißt, dieser Weg, ja, in diese Richtung, der ist 2, schöner. 2 Meter pro Sekunde mal meine Beobachterzeit. Also in der Zeit, in der die Rakete das hier gemacht hat, mit 2 Meter pro Sekunde, hat das Licht dieses gemacht mit 3 Meter pro Sekunde. Und der Astronaut sagt, nö, es gab eine Bewegung hier mit 3 Meter pro Sekunde. Ich habe Licht.
So, das soll jetzt wieder weg. Dieses Dreieck ist entscheidend. Und ich habe jetzt also diesen SSV mal T benutzt. Jetzt kommt der Pythagoras. Der Pythagoras ist ja also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Ich habe hier, oder stellen wir es um, c Quadrat gleich a Quadrat plus b Quadrat. C ist jetzt das Blaue, 3 Meter pro Sekunde mal TB in Klammern zum Quadrat ist gleich 2 Meter pro Sekunde mal T Beobachter, Zeit des Beobachters zum Quadrat plus ja, die 3 Meter pro Sekunde mal T Astronaut in Klammern zum Quadrat. An der Stelle werde ich faul. Ich ersetze jetzt die 3 Meter pro Sekunde bei die Lichtgeschwindigkeit. Also C mal TB Quadrat gleich 2, das war die Geschwindigkeit der Rakete. V mal TB Quadrat plus jetzt wieder Lichtgeschwindigkeit C mal TA Quadrat. Unsere Vereinfachung ist jetzt wieder hinfällig. Ob ich jetzt hier sage 3 Meter pro Sekunde oder 300.000 Kilometer, das ist jetzt egal. Das heißt, jetzt sind wir wieder aus dem Gedankenmodell in der Wirklichkeit und rechnen mit den Buchstaben weiter. Ich habe die Zahlen genommen am Anfang, weil mir die anschaulich erscheinen. Jetzt ist es nur Rechnen, nur Algebra. Also ich habe, wenn ich das hier auflöse, ein c Quadrat, tb Quadrat gleich v Quadrat, tb Quadrat plus c Quadrat mal ta Quadrat. Das Ziel der ganzen Geschichte, Ziel, ich möchte ein ta ist gleich auflösen. Ich habe, wo habe ich das ta? Das habe ich hier. Also die Zeit des Astronauten möchte ich auf der einen Seite haben und den ganzen Rest auf der anderen Seite. Also rüber damit. Dann habe ich, also ich tausche alles. TAC Quadrat gleich C Quadrat TB Quadrat minus V Quadrat TB Quadrat. Dann ich mache hier, ich klammer aus. Ja, also die TBs, die will ich draußen haben. TA, habe ich das Quadrat vergessen? Quadrat, ja. Quadrat, C Quadrat gleich. TB Quadrat, Klammer auf, C Quadrat minus V Quadrat, Klammer zu. Jetzt ziehe ich die Wurzel. TAC gleich TB mal Wurzel aus, C Quadrat minus V Quadrat. Gut. Jetzt das C rüber. TA gleich TB mal Bruch. Wurzel aus. C Quadrat minus V Quadrat durch C. Ich wäre eigentlich fertig. Ich finde sie nur nicht hübsch, die Formel. Ich mache Folgendes. Also dieser Teil hier, der wird allgemein anders dargestellt. Also TA gleich TB mal, jetzt mache ich so eine Riesenwurzel. C Quadrat minus V Quadrat und wenn C in die Wurzel reinkommt, dann mit Quadrat. Das kann ich nochmal verändern. Ich habe hier einen Bruch, also ich nutze jetzt so 1 plus 2 Siebtel gleich 1 Siebtel plus 2 Siebtel, ja, also einfach so zerreißen. Dann habe ich hier C Quadrat durch C Quadrat minus V Quadrat durch C Quadrat Wurzel. Und C Quadrat durch C Quadrat ist 1. Und dann habe ich T Astronaut ist T Beobachter Wurzel aus 1 minus V Quadrat durch C Quadrat. So, und das ist die Formel für die Zeitdilatation, hergeleitet einfach nur mit einem Gedankenmodell Pythagoras und V ist S durch T.